Hallöchen, Freunde, und willkommen zurück zu Soma. Da unten steht da unser kleiner problematischer Seegurkenmann. An dem müssen wir irgendwie vorbei. Und wie wir das machen, da habe ich ehrlich gesagt keine Ahnung. Ach nee, der ist doch gerade da rein, oder? Nee, da ist er. Mal gucken, wenn er da reingeht, dann können wir vielleicht dran vorbeischleichen, wenn wir Glück haben. Oh, er ist da unten. Oh nein. Oh, der hat mich gesehen. Okay, er reagiert also auf Licht. Schön, dass wir das geklärt haben. So, hau ab, blöder Gurkenmann. Geh zurück zu den Manigurken. Schade, dass ich nicht zoomen kann. Ist er, glaube ich, da, wo wir denken oder hoffen, dass er hin soll? Nee, ist er nicht. Warte, warte, warte. Wir verstecken uns jetzt hier einfach mal ganz kurz. Ohne Licht. Auch wenn es dann ein bisschen dunkler ist. Oh Mann, nein. Also wir müssen extrem schnell sein. Ja, da komme ich ja nicht drüber. Ich habe auch nichts zum Werfen. Warte, ich gehe nochmal komplett hier aus dem Areal hier raus und suche mir was zum Werfen. Und dann sperre ich ihn zur Not ein. Der hat ja keine Arme, der Kumpel. Ich dachte schon, der wäre jetzt auch hier. Irgendetwas zum Werfen, was auch geräuschvoll ist. Das hier zum Beispiel. Naja. Oh doch. Das nehmen wir uns mal mit. Das klingt ja echt schrecklich, was der Typ da veranstaltet. So, jetzt pass auf. Gehen. Ich sehe ihn gerade nicht. Ablegen. Ach nee, hatte der das letzte Mal nicht eine Tür geöffnet? Ich weiß es nicht. Schön langsam. Ohne Licht. Hatten wir hier nicht was zum Werfen? Schön ruhig verhalten. Sehr schön.
So, ich weiß, gerade schweinedunkel. Wo muss ich jetzt hier hin? Ich einfach mal hier durch dieses, was auch immer. Da leuchtet was. Jawohl. Netzwerkfehler. Keine Verbindung zum Hauptrechner möglich. Bitte setzen Sie den Router zurück. Und wie? Was war das? Ach, der Becher. Knopf. Psst. Haben wir hier was zum Werfen? Nee. Da kommt der Gurkenmann. Der hat eine Gurke an. Komm, hau ab da. Er haut ab. Danke. Aktionstimeout. Dass der gleich nochmal kommt. Hauptrouter aktiv, Hauptrechner online. Das heißt, für mich im Umkehrschluss, was? Kann ich jetzt irgendwas machen oder? Komm, hau ab da. Genau, so ist das fein. Der kommt jetzt nicht hier rum. Der kommt jetzt nicht hier rum. Ne. Haut da ab. Ja. Was mache ich jetzt aber hier? Schön, dass der Hauptrechner aktiv ist. Aber was mache ich jetzt? Muss ich dem Kabel vielleicht folgen? Was ist das denn? Hat ihn jetzt nicht gejuckt, oder? Dass da ein Geräusch war. Wir müssten rennen. Ich habe aber Schiss, dass ich mich verlaufe, weißt du? Mein Glück, ich renne wieder irgendwo in eine Sackgasse rein. So hier. Wow. So, Hauptroute aktiv. Was mache ich jetzt? Das Ding hier, oder? Nee. Oder muss ich oben jetzt irgendwas machen? Das ist jetzt natürlich eine gute Frage. Na, schauen wir mal nach oben. Ach nee, warte mal. Good job, Simon. This better have worked. I'm not going down there again. Der kommt uns hier eh nicht hinterher, aber trotzdem. Tür zu, fühle ich mich besser. Dahinter kotzt doch auch noch so ein Typ, so eine Seegurke, oder nicht? Hallo.
Na, aber eindeutig. Naja. You're not worried that there are other Simons or Catherines running around out there. Now I am. Gee, Simon, some thoughts are better left alone. Naja. So, jetzt das Ding online. We should try running a simulation from the chip you found. Someone must know the cipher. Okay, das hier? Nee. Hier? Nee. Müssen wir dann doch wieder nach unten? Na gut, dann gehen wir halt wieder nach unten. Ich habe einen Chip gefunden. Da kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern, dass ich einen Chip gefunden habe. Ach je. Gut. Naja, wir werden schon herausfinden, was wir wo, wann, wieso machen müssen. Nochmal? Ach, hier war nur so ein Raum, okay. I wonder what the real Simon would have thought if he knew about me. What do you mean? You do know about yourself. No, I mean the real Simon. The human Simon. Going by your reactions, I'd say he'd be pretty upset. Also hier haben wir die Daten gelöscht. Daran kann ich mich erinnern zum Beispiel. Netzübertragung. Eingeschränkter Dateizugriff. Kopieren an keiner. Strand. Geht auch nicht. Scanraum. Geht auch nicht. Tankfluten. Geht auch nicht. Guy Conrad. Imogen Reed. Sure. Na, Bärchen, alles gut? Da geht's nicht auf. Go ahead, plug in that chip you found. Wo rein? Hier? Scanlog? Nee. Ach warte, hier hatten wir ja den Chip her, ne? Irgendwie. Was mache ich jetzt damit? Steckplatz 1 Chip, Ladeumgebungsdaten. Ah. Scan-Projektor aktiv. Chip mit Scan-Datei einsetzen. Ist das das Ding? Entschuldigung. Schnell mal aufschreiben. So. Oh. So. Nanu? Okay, und da haben wir ja gerade eingenommen, ne? Ach, da kann ich beide einstecken. Ah, okay. Steckplatz 1 Chip, Ladeumgebungsdaten. Steckplatz 2 Chip, Ladescan-Daten. There should be a list of people. See if there's anyone who could know a security cipher. Ein Sicherheitscode. Lindwall Sarah. Komprimiert. Glaube ich nicht. Serang Mark. Komprimierter Nakaya Neurograph. War der Serang nicht derjenige, der sich umgebracht hat? Selbstmord wegen Kontinuität. Ach hier, Strohmeier ist wirklich sauer und hat die Sicherheit verstärkt. Warren Brandon. Delta-Flüchtling. Robotertechniker. Er arbeitet jetzt für Strohmeier. Oh, Strohmeier ist die Oberste, ne? Aus so einem beschissener Kontinuitätsselbstmord. Strohmeier hat sich wieder aus dem Labor ausgesperrt. Wir sehen uns so ähnlich. In einem anderen Leben wären wir bestimmt beste Freundinnen. Sie half mir, das Wellenleck vom Helm zu schneiden. Wenn es irgendetwas bringt, dann eventuell eine Abmilderung des Hangovers nach dem Scan. Stresky war immer fröhlich und lustig. Sagte, sie würde beim Bau der Eiche helfen, nicht aber bei ihrem Transport nach Vieh. Sagten, sie würden beim Überbringen der Eiche helfen. Also der Einzige, ne?
der hoch genug war, war, glaube ich, hier der Warren Brandon hier. Der mit dieser Strohmeier hier in Kontakt stand. Laden wir den mal hoch. Gucken, ob das was bringt. Zur Not laden wir einfach irgendwas anderes hoch. Very promising. I'll just load him up and get the simulator going. Ah, vielversprechend. What are we doing exactly? We're gonna have a talk with Mr. Wan. Use the computer to activate the simulation. Oh, eine Skihütte, ein Strand. Eine Skihütte, Modul Keins. Komm, wir gehen in die Skihütte. That wasn't so bad. Stromar really got me worked up. Bastard. Bastard? What is this? Where am I? Everything is okay, Mr. Wan. Just relax. Dr. Chun? What the hell is this place? I need your help. I have to get the new security cipher. Why are you doing this? Is this some trick? I'm not giving you anything. I'm trying to save a lot of people. No, you're lying. This is all a lie. Look at this place. It's a fucking joke. Get me out of here, Chun, or I'll punch your teeth in! Stresslimit der Person überschritten. I mean, he's a perfect scan, meant for the Ark. He's the real deal. And we turned him off. Took it all away again. I really thought that was gonna work. Maybe we can try again. Okay, dann nehmen wir den Strand. Vielleicht gefällt ihm das ja besser. Stresslevel 2. So bad. Stromar really got me worked up. Bastard. Warum Bastard? What? How did I get here? Don't be afraid, Mr. Wan. Dr. Chun, is that you? What happened? What is this place? Listen, I really need your help. I need the new security cipher. Dr. Chun? I hear your voice, but there's no one here. There's no one here. It's empty. It's still empty. There's something really wrong with this place. It's not real. This isn't real. I have to get out of here! Stresslimit überschritten. Can we just keep him alive until we've got the cipher? The longer he's exposed to the computer model, the more he'll get hung up on it. So, what's wrong with letting him settle in a little? It would drive him insane. So let's keep the session short and the suffering to a minimum. So, pass auf, ich nehme die... Ach nee, warte mal. Das Ding kann man hier lassen, ne? Steckplatz 2. Okay, das ist der Typi. So, mit dem Ding. Wir hatten drüben doch auch noch so einen Anschluss. Vielleicht können wir da irgendwas hochladen, was ihm besser gefällt. Keine Ahnung, irgendwie ein paar Menschen oder so. Bist im Weg. So. Steckplatte 1. So, und zwar Strand-Skihütte haben wir ja. Versailles. Defekte Daten, schade. Strand haben wir. Scanraum. Scanraum wäre vielleicht auf Chip kopieren, geht auch nicht. Wieso kann ich die nicht kopieren? Copy-Paste. Oh. Rechtsklick geht auch nicht. Die ganzen Scans? Nee. Mist. Aber wir haben zumindest mal den Scanraum. Da versuchen wir das Ganze mal mit dem Scanraum. Meine Güte, das ist ja voll das Puzzle hier. Flasche an die Wand. So. Auf zum Scanraum. Vertraute Umgebung. Really got me worked up, bastard. What? Where did he... Alice? The scan is done. Are you feeling all right, Mr. Wan? Chun? Where's Alice? She's fine. We don't have much time, Mr. Wan. I need the new security cipher. What? Why? Why would you need that? This is a trick. Please, this is important. I knew you couldn't be trusted. None of this is real. But you won't break me, Wow. You hear me? You won't break me! I think we need to build the scene so it's more what he'd expect. As soon as he starts to doubt, we've lost him. You're right. We need to think this through. We need some more data. Wir brauchen mehr Daten. Woher? Huch. Hier ist doch alles kaputt gewesen. Wo soll ich denn hier mehr Daten herkriegen? Ach, warte mal. Stopp mal.
Wo ging das hier in diese... Da, wo die gepennt haben, weißt du? Vielleicht haben wir eine Chance, bei ihm irgendwie was zu finden, wo wir dann sagen, haha, das brauchen wir unbedingt. Müssen wir nur gucken, wo der pennt. Guy Conrad. Here we go, Brandon Wan's room. I'll just override the lock for you. Ach so? Okay. Aber da ist dunkel. If we get to know him, maybe we can make the simulation a little smoother. Okay. Was haben wir da? Ein Schloss. Ein paar Berge. Hallo? Oh, eine Erinnerung. Brandon, you ready to go? Strohmeyer says it's time to move. I'm waiting for Stratsky and Alvaro to pack up their stuff. Head downstairs and I'll meet you there. Don't take too long. Don't worry, we're right behind you. Seems like you're getting ready to leave. Heard some lady telling Brandon to hurry up. You got that from the intercom? Must be a transmission buffer. Hang on. That's Alice Coster. Wouldn't have guessed they even knew of each other. Interesting. Das Fairchild Award for Achievements of the Engineering Youth. Dreck. Japanisches Hochhaus und die japanische Flotte. So, was haben wir hier? Müll. 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 Nichts Interessantes. Irgendwie ist das Bild heute ein bisschen verschwommen, oder täusche ich mich da? Oh, was ist das denn? Brandon Wan. Kann ich nicht mitnehmen, oder? Müll, was ist das hier? Müll. Ist das alles? Cute. Origami-Frosch. Familie Wang. Origami-Vogel, der nicht fliegen kann. Müll. So, dann lesen wir mal. 14. August 2103. Elkas hat endlich der Evakuierung von Delta zugestimmt. Goya, Kria und ich sind heute nach Theta umgezogen. Elkas meinte, er würde noch ein bisschen länger bleiben. Dieser durchgeknallte Bastard. Ich bin zwar stolz auf meine Arbeit, aber seit sie von der Oberfläche keine Ersatzteile mehr schicken, geht ihr alles drunter und drüber. Er würde oben wahrscheinlich alles kaputt gewesen sein, ne? 25. August. I think we got this, Simon. I can synthesize Alice's voice from the intercom and use it to impersonate her for the simulation. We can trick him into feeling safe enough to open up. Great. Sehr schön. Definitely feeling good about this. Good job with the intercom. I didn't know you could data mine. What's it like? It's just something that I do now. So it comes naturally to you. That's really interesting. Yeah, I'll make sure to add it to my dating profile. Haben wir's? Kann ich weiter? Danke. 25. August 2103. Habe heute zusammen mit Alice meinen Eichescan gemacht. Strohmeyer hat mir erzählt, dass mich der Hangover quasi umbringen würde. Was für ein Arschloch. Anfangs ging es mir noch ganz gut, ein paar Stunden später aber bekam ich fürchterliche Kopfschmerzen. Am schlimmsten aber schmerzte diese Chuntrulla. Sie kann manchmal so unangenehm werden, dass es mir die Haut aufstellt. Ist das nicht die, mit der wir hier die ganze Zeit labern, die schon? Na egal. Strohmeyer ging total an die Decke und untersagte alle zukünftigen Scans für das Eiche-Projekt. Anscheinend wollte Conrad bei der Kontinuität mitmachen und gab sich gleich nach dem Scan direkt im Pilotensitz den Rest. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir neue Sicherheitscodes bekommen werden. Aber das ist doch nach dem Scan passiert. 15. Januar. Habe gerade gehört, dass das Komorebi-Vermessungsteam nach Delta unterwegs ist, um Elkas abzuholen. Er ist jetzt schon seit Monaten alleine da. Keine Ahnung, was er in der Zwischenzeit gemacht hat. Oh oh, ob wir dann noch die Codes bekommen, das ist eine gute Frage. Was haben wir denn hier?
Brandon, ich bin wegen des Scans völlig durcheinander. Alle sind so tapfer. Nur glückliche Gesichter. Keiner zeigt Bedauern. Weißt du noch, wie du sagtest, du würdest meine Hand während des Scans halten? Wenn das Angebot noch steht, würde ich es gerne annehmen. Wenn wir uns zusammen scannen lassen, könnten wir auch den Hangover danach zusammen überstehen. Sie sagten, ein paar Tage braucht man schon danach, um sich zu erholen. Viele Küsse, Alice. I found more evidence suggesting they were together during the scan. That's okay, Sherlock, we got it already. We should focus on simulating Brandon Wong. Ja, ja. Sekunde, ich muss mal eben ganz kurz was gucken. Nee, das passt schon. Na gut. Also. Oh nein. Die sind immer noch zu, ne? Ja. Sie soll jetzt die Stimme von Alice imitieren. Da bin ich mal gespannt, ob das klappt. I compiled an Alice module that we can use. So she'll be with Brandon in the simulation. Sort of. I'll still need to do the talking, but it'll sound and look like Alice. Okay, na dann. Oh, machen wir das am Strand? Das ist natürlich die Frage, ne? Ach komm, ich versuche einfach mal den Strand. Einfach nur mal so. That wasn't so bad. Stromar really got me worked up, bastard. Wow. What the hell happened? Where are we? Behold. The Ark. We made it? I didn't realize it would work this way. Just one thing? What do you mean? You know how Theta got a new security cipher? Yeah. The WoW lockout. Someone messed up. We really need that key. Wait, this is crazy. You're not Alice. No. I'm Alice. You're lying. This is a trick. Mr. Wong, I need you to calm down. This is fucking cold using Alice like that. Get out of my face. Calm down. I just need the cipher. I'm not giving you anything. Take me back to Theta now. I'm not having any more of your bullshit. Okay, dann. Are we gonna have to do this? Come on, Simon, don't give up now. Können wir auch keine machen? Also quasi im leeren Raum? Scheinbar ja. That wasn't so bad. Stromar really got me worked up, bastard. Ah, that's great. I'm glad you're alright. Alice, what happened to the room? Nothing. It must be the scan making you see things. Why are you acting like this? Me? Why are you acting like this? Whoever you are, you better get the fuck out of here. It's not what you think. We're the good guys. Well, what the hell is this? What have you done to me? What have you done to Alice? If she's hurt, I'll fucking end you. Okay, funktioniert auch nicht. Does anything carry over? I mean, could he remember this hell we're putting him through? The simulation never affects the scan pattern. Each time is a fresh start. That's a little comforting, I suppose. Naja, das ist so, als würden, keine Ahnung, 100 Leute von uns rumlaufen und keiner wüsste, was passiert ist. That wasn't so bad. Stromar really got me worked up, bastard. What happened to the room? Not what you'd expect, am I right? Alice, where are we? We made it. But I need to ask you something. What? What's happening? Tell me the new security cipher. It's important. You're lying. You're not Alice. What did you do to her? What's going on here? Why are you doing this? Die stellt sich aber auch ein bisschen an, die Catherine, ne? So. Tja, aber ob der Scanraum nun funktioniert oder nicht, meine Freunde, das werden wir alles nächste Woche erfahren. Und was mit dem Manikurkenmann passiert, erfahren wir, denke ich mal, auch irgendwann. Ich sage jetzt erstmal vielen lieben Dank fürs Einschalten, eine schöne Woche, bis nächste Woche dann, fröhliches Gruseln.